Softwarequalität durch taktisches Design, das mussten wir eben ein bisschen kürzen aufgrund der Meetup-Beschränkungen von einem Untertitel. Von daher, solltet ihr danach suchen, sage ich mal, den Vortrag habe ich auch woanders schon gehalten, dann unter den in Klammern stehenden Subtitel. Ja, vielleicht erstmal ein paar Worte über mich oder zu mir. Mein Name ist Markus Franz, ich bin Managing Consultant bei der Axo GmbH, bin jetzt seit doch über 10 Jahren in der Softwareentwicklung tätig und bin zumindest mittlerweile wirklicher Domain-Driven Design Enthusiast. Ja, denn neben meiner beruflichen Tätigkeit habe ich dann irgendwann mir gedacht, so, ja, es ist doch alles langweilig, man muss was Neues lernen. Also habe ich mit dem Studium wieder angefangen oder besser gesagt meinen Master nachgeholt, den dann immer so nebenbei die letzten Jahre gemacht und bin dann irgendwann auf das Thema DDD gekommen und hat mich dann immer losgelassen und wollte dann auch wirklich mich intensiv damit beschäftigen nochmal, weil wenn man schon irgendwie so eine dämliche Arbeit schreiben muss, dann bitte auch über etwas, was einen interessiert und das war einfach DDD. Und dabei habe ich verschiedenste Experten, das hat ja also deutschsprachige Experten, der Sven Torben schon erwähnt, interviewt unter anderem. Da ging es hauptsächlich um Softwarequalität und welchen Einfluss hat Domain-Driven Design darauf. Genau. Und diese Erkenntnisse möchte ich heute auch so ein bisschen zumindest auf qualitativer Ebene einfließen lassen. Was ich hier absolut rausgelassen habe, sind die ganzen Statistiken, weil ja, die interessiert vermutlich eh niemand. So, vielleicht erstmal aus meiner Sicht, was denn Domain-Driven Design überhaupt ist. Und es sind eigentlich zwei Sachen meines Erachtens. Zum einen ist es irgendwie eine Philosophie, ein Grundgedanke, und zwar, dass ich die Fachlichkeit als gleichwertig zu Technologien und anderen Herausforderungen in der Softwarearchitektur und in der Softwareentwicklung überhaupt sehe. Und zum anderen ist Domain-Driven Design aber auch irgendwie ein Werkzeugkasten, wie ich diese Fachlichkeit kennenlerne, wie ich sie auf architektonischer, auf Designebene auch gut realisieren und umsetzen kann, sodass sie sich auch widerspiegelt, sage ich mal, in meinem Code und auch in meiner Architektur. Und zumindest aus meiner Sicht kann man DDD eigentlich in drei Säulen unterteilen. Das eine wäre das strategische Design und das taktische Design. Das sind so die Sachen, die man noch von Evans auch ein bisschen kennt, die Unterteilung. Und dann noch die kollaborativen Modellierungstechniken. Diese sehe ich auch wirklich als fundamentale Säule. Zusammengehalten werden allerdings diese drei Säulen einerseits durch das Domain-Modell und andererseits aber auch durch die Ubiquitous Language. Aber als grundlegende Basis, als Fundament brauchen wir eigentlich Domainwissen für all diese Aspekte. Und das steckt eigentlich alles unter dem Dach Domain-Driven Design aus meiner Sicht. Und da wollen wir doch uns zuerst mal anschauen, was ist denn Domainwissen, beziehungsweise welchen Einfluss hat denn Domainwissen überhaupt auf meine Softwarequalität? Und auf welche Qualitätsmerkmale? Naja, auf Funktionalität ist, glaube ich, noch das Offensichtliche. Das kann sich jeder vorstellen. Ich schreibe meinen Code auch entsprechend den Anforderungen und wie es funktional gewünscht ist. Die Wartbarkeit verbessert sich aber auch schon, denn wenn ich guten fachlichen Code schreiben kann, dann ist dieser auch leichter verständlich und ich kann auch quasi diese Fachlichkeit mit Anforderungen verknüpfen und finde mich dann besser wiederum im Code zurecht. Die Benutzbarkeit ist vielleicht jetzt nicht ganz so offensichtlich mehr. Da stellen wir uns ein, oder kann man sich sehr gut einfach UIs vorstellen. Hierbei muss ich verstehen, wie die Fachlichkeit funktioniert. Nicht nur, wie User denken, die neuesten Trends, Designs hinterherjagen, sondern auch, wie bewegt sich denn ein User im Rahmen dieser Fachlichkeit, die er eigentlich zum Beispiel eingeben will in einer Maske. Performance, jetzt wird es langsam schon erstmal ein bisschen, wo man wirklich um ein paar Ecken denken muss. Aber ja, wenn ich meine Anwendung richtig schneide oder mein fachlicher Schnitt hat ganz massive Auswirkungen auch auf die Performance. Wenn ich einen Objektgrafen sehr, sehr groß schneide, dann habe ich natürlich, muss ich diesen ganzen Grafen irgendwann laden, habe dann gegebenenfalls Logs drauf, schneide ich das Ganze aber zu klein, fehlen mir eventuell Daten, die ich für irgendetwas anderes brauche und muss dann sehr, sehr viele Daten aggregieren.
Auch das kann ein Problem darstellen. Und auch bei Security hilft Domänenwissen. Dazu kommen wir später auch nochmal unter dem Schlagwort eigentlich Domain-Driven Security, wie uns eigentlich Fachlichkeit bereits gewisse Security-Probleme ja nicht komplett abnehmen kann, aber zumindest das Auftreten sehr, sehr stark reduzieren kann. Soweit mal kurz zum Domainwissen und warum da, wie das Einfluss auf die Qualität hat von unserer Software. Ja, dann vielleicht kurz zu den kollaborativen Modellierungstechniken, denn irgendwoher muss ich mein Domainwissen erlangen. Und das funktioniert eigentlich am besten, indem ich mit den Leuten als Entwickler ist hier, das sind auch Architekten gemeint, das sind auch Entwicklerinnen gemeint und jeder, der irgendwie was mit dem Code zu tun hat. Und eigentlich will ich auf Domain-Experten zugehen. Ich will mit denen zusammenarbeiten, von denen das Wissen rausziehen eigentlich. Und mit diesen kollaborativen Modellierungstechniken, daraus will ich eigentlich ein analytisches Domänenmodell mir erstmal erzeugen. Ja? Das ist noch überhaupt nicht im Code. Das kann formales UML-Diagramm sein. Das kann aber theoretisch auch einfach auf dem Pappzettel irgendwas sein oder Bierdeckel von mir aus. Hauptsache, wir haben ein gemeinsames Bild, sage ich mal, von dieser Fachlichkeit. Und daraus kann ich dann später wirklich meine ersten Strukturen, meine erste Architektur als Software- und Code-Modell ableiten. Und diese kollaborativen Modellierungstechniken sieht man da jetzt unten, ein schönes Beispiel, in dem Fall Event-Storming. Und ja, die helfen einfach wirklich auf sehr, sehr effiziente Art und Weise, dieses Wissen zu gewinnen. Möchte jetzt nicht weiter auf die einzelnen Techniken eingehen, ist jetzt auch nicht unbedingt in dem Fokus von dem Vortrag. Aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt auch schon das eine oder andere Mal zumindest Event-Storming ausprobiert und es ist immer wieder verblüffend, wie viele neue Sachen selbst andere Domain-Experten von anderen Experten lernen. Einfach eine tolle Sache und spart massiv Zeit ein. Ja, die Ubiquitous Language ist auch noch so ein Begriff, den man im Domain-Driven Design kennt. Und das ist eigentlich, dabei geht es um eine einheitliche Sprache basierend auf unserem Domain-Modell. Und so eine Ubiquitous Language vermeidet einfach zwei massive Probleme, die auftreten können. Und zwar zum einen, dass zwei unterschiedliche Sprachen eigentlich verwendet werden, aber inhaltlich dasselbe gemeint ist. Jetzt sieht man hier unten ein schönes Beispiel, wo ein Entwickler und ein Domänenexperte sich unterhalten und der Domänenexperte eigentlich nur ja, etwas beschreibt, und zwar, dass nach so einer Bestellung, die eingegangen ist, dass er eigentlich nur eine Bestätigungsmail an den Kunden rausschicken will. Aber der Entwickler denkt und redet eigentlich in irgendwelchen Tabellenkürzeln, redet über Events, über eine Mail-Komponenten und weiß der Teufel was. Und was dann geschehen muss, ist eigentlich eine Übersetzung zwischen diesen beiden Sprachen und das ist jedes Mal wieder eine kognitive Belastung. Und das Spannende ist eigentlich, dass sich in vielen Unternehmen, was ich bislang so mitbekommen habe, zumindest war das noch vor ein, zwei Jahren so, sich meistens die Domänenexperten bzw. Business Analysten fast eher die technische Fachsprache aneignen, als dass wir Entwickler uns auf die Fachlichkeit einlassen. Und das finde ich irgendwie, zumindest aus persönlicher Sicht, den falschen Weg. Andererseits kann es aber auch sein, dass es einen Geschäftsbegriff gibt, der einfach mehrfach belegt ist und je nach Kontext wirklich ein anderes Verständnis hat, also was anderes bedeutet. Ein sehr schönes Beispiel ist hier der Begriff Account. Ja, da kann es ein User-Account sein, es kann ein Credit-Account sein, es kann ein E-Mail-Account sein, es kann irgendein beliebiger Account sein. Aber welcher Account ist denn jetzt wirklich gemeint? Und wenn man das nicht weiter konkretisiert oder sich in diesem Kontext befindet, sage ich mal, und man weiß, in welchem Kontext man sich befindet, beziehungsweise man weiß, in welchem Kontext man sich befindet, kann es hierbei auch sehr leicht zu Verwirrungen und dazu kommen und dass man auch aneinander vorbeiredet. Jetzt stellt sich aber die Frage eigentlich, wo will ich denn oder wo sollte ich so eine Ubiquitous Language verwenden? Naja, zum einen auf jeden Fall in Spezifikationen und Dokumentation.
Also das heißt auch unter anderem Architekturdokumentation, sofern man irgendwie das in der Fachlichkeit unterwegs ist. In der Kommunikation, ja, also sowohl Sprache und Schrift und vor allen Dingen auch im Code. Eigentlich will ich sie überall verwenden. Jetzt stellt sich aber die Frage, warum will ich das überhaupt im Code verwenden, diese Ubiquitous Language? Warum will ich fachliche Sprache in meinem Code verwenden? Und ja, hier sieht man so ein typisches oder ja, eigentlich das typische Tortendiagramm, wie die Aufteilung der Arbeit beim Programmieren ist oder als Entwickler ist. Ja, also man sieht hier, 70% ist wirklich Code zu verstehen. Also 70% meiner Arbeitszeit versuche ich, irgendwelchen Code zu verstehen. Probleme zu lösen, sei es fachlicher oder technischer Natur, sind eigentlich nur noch 20%. Und wirklich Code schreiben sind 10%, wobei 10% ich mittlerweile schon für sehr hoch halte. Und wenn man sich das so anschaut, sieht man einfach, wie wichtig es ist, verständlichen Code zu schreiben. Und dabei hilft es einfach, wenn diese fachliche, allgegenwärtige Sprache, die Ubiquitous Language, sich auch in unserem Code wiederfindet. Denn das macht eigentlich den Code ausdrucksstärker. Es verbessert eigentlich die Nachvollziehbarkeit auch von den Anforderungen, denn auf einmal entsteht eine Verlinkung sozusagen zwischen verschiedensten Dokumenten, die wir haben, Anforderungsdokumenten von dem Code-Implementierung. Und insgesamt verbessert sich dadurch eben auch die Korrektheit des Codes. Denn es kommt einfach zu weniger kognitiv, also Verständnisproblemen bei der Implementierung und dadurch eben auch, ja, also wir kriegen eigentlich weniger Übersetzungsverluste letzten Endes in der Implementierung, die wir eigentlich durch falsche Kommunikation verursachen würden. Nachteil ist eigentlich, oder so zwei primäre Nachteile sind, dass die Erschließung immer mit sehr, sehr hohem Aufwand verbunden ist von so einer Ubiquitous Language. Ich muss als Entwickler mich sehr, sehr intensiv auch mit meinen Domänenexperten unterhalten. Das Wissen muss verbreitet werden, auch unter den Entwicklern und auch das Durchziehen eben in alle Artefakte braucht Disziplin. Denn ich will zum Beispiel auch meine Ubiquitous Language aktuell halten. Begriffe können sich ändern. Und wer schon mal versucht hat, einen Glossar aktuell zu halten, der wird ein Lied davon singen können, was das für einen Aufwand teilweise bedeutet. Gut, dann ganz kurz zum strategischen Design. Auch hier liegt eigentlich nicht der Fokus drauf in diesem Vortrag und wird daher eigentlich nicht weiter behandelt. Aber um was hier eigentlich geht, ist ja das Big Picture unserer Anwendungslandschaft. Wie schneide ich meine Anwendungslandschaft? Wie stehen die verschiedenen Domänen beziehungsweise Anwendungen in Verbindung? Welche Beziehungen gibt es zwischen diesen? Das schaut man sich im strategischen Design an. Gut, und dann zum Kernpunkt oder zum Hauptthema von heute, das taktische Design. Das taktische Design ist eigentlich eine Mustersprache, nicht viel mehr. Und beschreibt zudem eine Systemarchitektur. Und zwar unterteilt es unser System in verschiedene Schichten. Und wer so eine klassische Drei-Schichten-Architektur mit, oh Gott, wann habe ich das letzte Mal das gemacht? Naja, ich glaube, das war API, Server und Datenbankzugriff oder irgendwie so. Ich habe schon so lange nicht mehr die Drei-Schichten-Architektur verwendet. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber hier haben wir eben den User Interface Layer, welcher eigentlich nur meine API bereitstellt. Ja? Wie greife ich darauf zu? Das kann, ob da jetzt eine REST-Schnittstelle dahinter steht, ob da eine SOAP-Schnittstelle dahinter steht, ist erstmal völlig egal. Dann habe ich ja, den überspringen wir vielleicht mal, den Application Layer, komme ich gleich nochmal drauf zurück und würde mal kurz auf den Domain Layer gehen. In dem Domain Layer, da implementieren wir unsere komplette Fachlichkeit. Alles, was wir irgendwie von Domain-Experten lernen und implementieren sollen, diesen Code finden wir hier wieder. Und
Rechts daneben seht ihr so diesen Infrastructure Layer und hier finden wir eigentlich technische Implementierungen. Kann man zum Beispiel beim Repository, dass hier wirklich meine Connector dahinter steht, wie meine JPAs finde ich hier auf diesem Infrastructure Layer, also JPA-Entities. Und all das, was eigentlich mit Technologie, mit Infrastruktur-Libraries und mit technischen Libraries zu tun hat, all das sollte eigentlich in diesem Infrastructure Layer sein. Und jetzt habe ich aber irgendwie so Technologie auf der einen Seite und Fachlichkeit auf der anderen und die muss ich irgendwo zusammenbringen. Und genau das geschieht im Application Layer. Dieser verbindet diese beiden Schichten miteinander. Und vielleicht noch ein Punkt, warum ich überhaupt trennen sollte, Fachlichkeit von Technologie, weil nichts anderes ist es. Nun, zum einen ist Fachlichkeit bereits komplex genug wirklich, um diese zu verstehen. Ist es oft ganz gut, einfach das von der technischen Komplexität zu trennen. Zum anderen entwickeln sich aber auch beide in unterschiedlicher Geschwindigkeit, sodass ich meine Fachlichkeit kann sich zum Beispiel nur sehr, sehr langsam ändern, wohingegen ich ständig neue Updates, sage ich mal, für meine, keine Ahnung, Spring Boot Libraries und so weiter oder Versionen ziehen muss. Und damit ich hier einfach keine Vermischung habe und diese beiden unabhängig entwickeln kann, will ich das auch trennen. Und was man hier auch sieht, ist, dass hier quasi noch ein Dependency Inversion-Prinzip greift. Das heißt, das Repository, also der Domain-Layer, das Repository, was verwendet wird, ja, das schauen wir uns später nochmal an. Genauer beim Repository gehe ich jetzt vielleicht noch nicht zu sehr drauf ein. Ja, und eine andere Darstellung dafür ist eigentlich die sogenannte Onion-Architektur, wo man auch hier sieht, im Kern ist mein Domain-Modell. Darum gibt es noch irgendwie Domain-Services. Die kann man jetzt auch zum Domain-Modell meines Erachtens dazu zählen. Und darum liegt wirklich der Application-Layer. Und ganz außen erst habe ich meine Infrastruktur, meinen Test, meine UI. UI ist in dem Fall der API-Layer. Und man sieht auch hier sehr schön, die Dependencies gehen eigentlich von außen nach innen. Das Domain-Model kennt überhaupt keine Infrastruktur, es kennt eigentlich keine Tests und keine UI. So, im Folgenden möchte ich mal ein kleines Beispiel geben, was wir uns im Weiteren genauer anschauen wollen. Und zwar das klassische Beispiel Warenkorb eigentlich. Und dabei gibt es ganz normale Anforderungen. Ja, ein Kunde kann nur einen Warenkorb eröffnen. So ein Warenkorb hat einen maximalen Einkaufswert oder Betrag, den ich einfach nicht überschreiten darf. Ich kann Produkte in den Warenkorb legen, ich kann sie wieder entfernen. Wenn ich ein Produkt in den Warenkorb lege, gilt eine Preisbindung für dieses Produkt. Und es gibt auch ein Limit, sage ich mal, von Produkten, die ich in einem Warenkorb legen kann. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber der eine oder andere wird sich Anfang letzten Jahres noch daran erinnern, wo es das weiße Gold gab im Einkauf beim Edeka oder beim Rewe oder wo auch immer, nämlich das Klopapier, wo man an der Kasse wirklich nur noch einen Bundle bekommen hat, pro Einkauf, wenn man überhaupt noch welches bekommen hat. Und genau solche Sachen sollen eben auch hier abgebildet werden. Ja, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wie könnten das so als Objektgraph aussehen? Und ja, okay, ich habe einen Kunden, so ein Kunde hat irgendwie eine Kategorie, der hat eine Adresse, der hat eine E-Mail, der hat sonst noch zigtausend andere Attribute. Und der ist irgendwie verknüpft mit dem Warenkorb, beziehungsweise der Warenkorb mit dem Kunden. So ein Warenkorb hat einen maximalen Einkaufswert, der hat Warenkorbzeilen. In so einer Warenkorbzeile gibt es jetzt irgendwie eine Anzahl und den Preis von Produkten, aber auch die Produkte. Und so ein Produkt hat einen Preis wiederum und hat irgendwie vielleicht eine Größe, eine Farbe und was auch immer noch. Ihr dürft übrigens jederzeit Fragen stellen, ja. Also ich muss hier keinen kompletten Monolog halten. Auch wenn ihr nicht wollt, auch kein Problem.
Genau, und anhand dieses Beispiels wollen wir uns jetzt mal kurz die verschiedenen Building Blocks anschauen, also die verschiedenen Musterelemente. Und da fangen wir ganz unten an mit dem Value Object. Das Value Object ist die kleinste Einheit, aber eigentlich auch meines Erachtens die wichtigste und so ein bisschen mein Goldstück. Ja. Und was macht so ein Value Object aus? Hier rechts oben seht ihr übrigens eigentlich immer Beispiele, sage ich mal, was ich vorher gezeigt habe, sage ich mal, aus dem Objektgraph, was das einzelne Muster oder der einzelne Building Block jetzt in unserem Beispiel wäre. So, hier Anzahl, Preis, Adresse. Und bei Value Objects haben wir Vergleiche eigentlich über die Werte, über die Attribute des einzelnen Value Objects. Sie sind unveränderlich. Ja, also hier die Anzahl intern, die Attribute, die kann ich nicht mehr verändern, darf ich niemals verändern. Sie sind selbst validierend. Das heißt, es wird in diesem Fall niemals ein Objekt geben vom Typ Anzahl, was eine negative Anzahl hat. Das kann bei uns nicht mehr existieren. Dadurch habe ich auch eigentlich schon so ein bisschen Fachlichkeit reingebracht in mein ganzes Konzept und ja, irgendwie auch eine gewisse Sicherheit. Sie können aggregiert sein, gehe ich nochmal zurück, zum Beispiel eine Adresse. Eine Adresse kann eine Postleitzahl haben oder hat eine Postleitzahl, aber so eine Postleitzahl wiederum kann selbst ein Value Object sein. Sehe ich da eine Hand? Teile ich noch? Alles gut. Alles gut. Ich habe nur. Okay. Alles klar. Technik. Und sie sind irgendwie berechenbar. Das heißt, so eine Anzahl kann ich um eine andere Anzahl erhöhen. Ich kann sie auch reduzieren um eine Anzahl. Wenn ich jetzt hier aber zu viel von einer Anzahl abziehe, würde ich aber keine neue Anzahl. Also, wenn ich einen negativen Wert erreichen würde, gäbe es natürlich wieder so in diesem Implementierungsbeispiel eine negative Anzahl Exception. Genau. Und so Value Objects, die Unveränderlichkeit, vielleicht noch ein kurzes Wort dazu. Es ist halt immer die Frage, was ist ein Value Object? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel eine Adresse oder eine Straße nehme, ist das in den meisten Fällen wirklich Value Object, weil eine Straße existiert quasi und die wird sich normalerweise nicht so schnell ändern. Also außer vielleicht mal, sage ich mal, wenn für eine prominente Person irgendwie oder für jemanden als Anerkennung, Ehrung, sage ich mal, ein Straßenname verändert wird. Aber normalerweise bleiben die immer gleich. Entschuldigung. Ja. Also so Vorteile von so einem Value Object ist wirklich diese explizite fachliche Modellierung von zusammengehörigen Werten. Ja, ich verbessere also meine Wartbarkeit, meine Verständlichbarkeit. Sie sind sehr einfach, wirklich einfach zu verwenden, da ich sie einfach nur austauschen kann. Ich ersetze sie nur noch, ich modifiziere sie nicht mehr. Ein Riesenvorteil ist, sie erlauben eine sehr, sehr saubere Schnittstellendefinition durch ihre starke Typisierung. Denn ich kann auf einmal zum Beispiel nicht mehr in den Namen Vor- und Nachname verwechseln. Denn ein Vorname hat einen eigenen Typ, der Nachname hat einen eigenen Typ und einfach bei einem Funktionsaufruf, das geht nicht mehr, dass ich die verwechsle. Weil ansonsten wird sofort die IDE sagen, so nee, geht nicht. Oder spätestens der Compiler. Änderungen, natürlich, ich habe die Fachlichkeit zentralisiert, das heißt, Änderungen können auch zentral durchgeführt werden. Und sie gewährleisten eben eine gewisse Art der Datenintegrität und durch ihre Selbstvalidierung, was auf Security einspielt, also auf das Qualitätsmerkmal Security. Dasselbe gilt auch noch für die weiteren Muster Entity und Aggregate. Und inwiefern, das habe ich jetzt hier nicht unbedingt aufgezeigt, aber bei der Anzahl, wir haben die Validierung der Anzahl reingebracht, dass ein Wert nicht negativ sein darf. Jetzt nehmen wir mal uns gedanklich ein anderes Beispiel und zwar, vielleicht einen Namen. Ein Name kann zum Beispiel nur so und so viele
Zeichen beinhalten. Ja, ich gebe einfach ein Maximum an Zeichen mit. Das heißt, ich werde niemals irgendwie von irgendeinem Client, also kriege ich vielleicht schon, aber ich, beziehungsweise so ein Name hat quasi bestimmte fachliche Regeln. Ja, also eckige Klammern sind zum Beispiel nicht erlaubt. @-Zeichen beim Namen macht auch keinen Sinn. Und dadurch kann ich eigentlich bereits schon zum gewissen Grad auch Dependency Injection eigentlich verhindern, indem ich bereits eine starke fachliche Validierung durchführe im Rahmen meiner Value Objects. Nachteile sind, naja gut, Value Objects muss ich halt wieder zusätzliches Mapping betreiben, ich habe einen zusätzlichen Layer, ist wieder Implementierungsaufwand. Ja, und spätestens beim ORM wird das Ganze nochmal richtig interessant, zumindest wenn ich eine relationale Datenbank habe, denn hier brauche ich eigentlich dann technische IDs. Ja, um das Ganze zu persistieren. Und eigentlich will ich ja keine Technologie, sage ich mal, in meinem Modell haben. Und die Alternative, um das sauber zu machen, wäre dann quasi, ich habe ein zusätzliches Mapping zwischen Domain- und Persistenzmodell. Sehen wir später nochmal bei dem Repository. Aber man muss auch ganz klar sagen, manchmal, je nach Projekt, muss man auch mal pragmatisch sein und da kann es durchaus Sinn machen, ja, dass ich so eine technische ID einfach mal mitführe. Dann zur Entity. Das ist eigentlich das Gegenstück von einem Value Object, denn das hat jetzt einen eigenen Lebenszyklus. Ich verändere den internen Zustand, muss dann danach aber auch eigentlich immer gewährleisten, dass ich mich danach auch noch in einem validen Zustand befinde. Jetzt geschehen auf einmal keine Vergleiche mehr über die ganzen Attribute, denn jetzt ist eigentlich nur noch die ID an sich relevant. Ein typisches Beispiel für eine Entität neben der Warenkorbzeile jetzt bei uns wäre eine ganz normale Person. Ja. Alles, was ihr seht auf dem Personalausweis, es kann dieselbe Person theoretisch in derselben Straße mit denselben Namen geben, aber worin ihr euch wirklich unterscheidet, ist quasi eure Personalnummer. Personal-ID. Auf jeden Fall, das ist die Nummer, die auf eurem Personalausweis steht. Zumindest vom System her. Sie sind auch selbst validierend. Jetzt haben wir aber den Unterschied noch, sie sind zustandsabhängige Validierung, habe ich jetzt auf einmal drin. Und ich habe eine Validierung von Invarianten. Das heißt, ich betrachte nicht nur mein einzelnes Objekt jetzt mehr, mein Value Object, meinen einzelnen Wert, ob dieser valide ist, sondern auch, ob die Summe von zusammengesetzten Attributen valide sind. Sieht man jetzt hier, dass ich auf einmal anschauen muss, okay, ist meine Anzahl wirklich größer als die maximale Produktanzahl? Das heißt, ich muss hier wirklich eine ein bisschen komplexere Validierung einbauen. Und ganz wichtig, ich referenziere Aggregates eigentlich nur noch über deren ID. Ich habe keine wirkliche direkte Referenz mehr zu Aggregates. Manchmal sehe ich hier sowas Gelbes aufploppen. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert manchmal. Entschuldigung. Und jetzt wollen wir uns mal Aggregates anschauen, denn das sind eigentlich die Muster, wo am meisten falsch gemacht wird. Aber zunächst einmal, was ist denn so ein Aggregate? Naja, ein Aggregate ist eigentlich, oder die am meisten fa falsch verstanden werden auch, nicht nur was falsch gemacht wird. Denn so ein Aggregate ist eigentlich nichts anderes als eine fachlich motivierte Transaktionsgrenze, wo ich das Aggregate quasi anhand von meinen Invarianten beziehungsweise Use Cases und technischen Anforderungen modelliere. Oh, ich schau mal kurz. Genau, das sieht man jetzt hier zum Beispiel eben wiederum beim Warenkorb. Mein Gesamtpreis darf nicht größer sein als mein gesamter maximaler Einkaufswert. Das wäre jetzt eine Invariante, die ich einhalten muss, definitiv. Sie besitzen eine Root-Entität normalerweise als Einstiegspunkt. Und Zustandsänderungen, sage ich mal, die intern, also Zustandsänderungen an mein Aggregate und meine internen Entities, will ich nur noch über diese Root-Entität, dem Aggregate, in dem Fall dem Warenkorb, bereitstellen. Ich will kein fachliches Wissen, nichts über ja, meinen internen Zustand, meine interne Modellierung nach außen geben, sondern ich will eigentlich ein bisschen nach dem Geheimnisprinzip arbeiten. Und
soweit. Ein großes Problem ist einfach, Aggregates sollten klein gehalten werden, also nicht zu groß werden. In einem Projekt aus dem letzten Jahr hatten wir ein Aggregate mit mehreren tausend Zeilen Code, verteilt über, über zig verschiedene Entities, dann noch, die da drin gebunden werden wurden. Und das hat einfach dazu geführt, dass man zum Schluss überhaupt nicht mehr wusste, was passiert, wenn ich an der einen Seite irgendetwas verändere, hat das Auswirkungen auf die andere Seite, irgendwo in meinen riesigen Objektgrafen, in meinem riesigen Aggregate. Und selbst die Experten, die den Code geschrieben haben, haben zum Schluss eigentlich kaum mehr Überblick gehabt. Die kannten nur noch einen gewissen Teil von ihrem Aggregate. Und das wirkt sich natürlich auch massiv negativ auf die Wartbarkeit aus. Und hier sehen wir quasi, was passieren würde, hätte ich so ein riesiges Aggregate, in dem Fall zum Beispiel Warenkorb, wo der Kunde wirklich dranhängt, wo das die Warenkorbzeile dranhängt mit dem Produkt direkt, auch mit der direkten Referenzierung. Es ist einfach hat eine hohe Komplexität, das habe ich ja gerade schon mal gesagt. Aber es müssen auch nicht benötigte Daten eben geladen werden auf einmal. Wenn ich in meinen Warenkorb reinschauen will, interessiert mich jetzt nicht unbedingt wirklich der Kunde, die E-Mail-Adresse dazu. All das interessiert mich nicht. Das hat einen massiven negativen Einfluss auf die Performance, weil ich viel zu viele Daten materialisieren muss und gegebenenfalls auch einen Log aufbaue. Nur weil ich etwas am Kunden verändere, muss das jetzt nicht unbedingt etwas in diesem extremen und zugegeben künstlichen Beispiel auch an dem muss ich nicht unbedingt auch einen Log auf das Produkt ausführen und dadurch verhindern, dass man irgendwie ein Produkt verändert parallel. Und somit kommen wir eigentlich auch, sage ich mal, der richtige Schnitt ist wichtig von Aggregates ist wichtig für das Qualitätsmerkmal Performance auch. Und naja, da gibt es so ein paar Regeln oder ein paar Best Practices oder Good Practices, die man durchaus verwenden kann und berücksichtigen sollte, wenn man so ein Aggregate schneidet. Ich will, wie am Anfang schon gesagt, mein Aggregate anhand von Invarianten und Use Cases modellieren und eben nicht anhand der Realität. Ich will nicht die Realität nachbauen, ich will ein Modell nachbauen, was meinen Bedürfnissen dient und ich will auch nicht die Persistenzstrukturen nachbauen. Ich sollte auf jeden Fall bidirektionale Assoziationen zwischen Aggregates, soweit es geht, vermeiden. Zwischen Aggregates sowieso, aber auch zwischen Entitäten. Und ganz wichtig, ich will eigentlich auch nicht anhand der Anforderungen von einer UI mein Aggregate aufbauen. Nur weil ich, sage ich mal, für meine UI dann später diesen gesamten Warenkorb wieder anzeigen will, bedeutet das nicht, dass ich mein Aggregate auch so aufbauen muss. Ja, also wenn ich dann doch mal Daten, sage ich mal, für meinen Warenkorb zusätzliche Kundendaten brauche, aus der Adresse, wenn ich die Größe des Produktes brauche, dann habe ich verschiedene Optionen. Entweder ich sage, im Application Service später, den wir noch sehen werden, aggregiere ich, ziehe ich mir mehrere Modelle, meine verschiedenen Aggregates und aggregiere diese in ein UI-Modell. Ist natürlich beim Lesen von solchen Abfragen, kann das schon sich negativ auswirken, gerade wenn ich irgendwie Dashboards zusammen aggregieren will, kann das schon sehr lange dauern. Und da ist vielleicht eine Option, die man in Betracht ziehen sollte, CQRS, wo ich zum Beispiel dann direkt beim Schreiben asynchron noch ein eigenes Read-Model aktualisiere. Gut, soweit mal zum Aggregate. Vielleicht kann ich da ganz kurz eine Frage stellen? Oder ja klar, jede Zeit. Du sagst jetzt irgendwie, modelliert es nicht nach der UI, aber sollte meine UI nicht auch irgendwie domänengetrieben sein oder Use-Case-zentriert? Und sich das irgendwie dann natürlich ergeben, dass das irgendwie ähnlich ist? Hast du das schon mal erlebt? Ich noch nicht. Dass eine UI. Ich würde sagen, beim aktuellen Projekt ist das gerade ganz gut. Finde ich cool. Fühlt sich auch ganz gut an. Also. Mensch, wie hieß denn das? Use-Case-Driven UI sogar, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich kenne es bislang so, eigentlich die Anforderungen kommen von irgendeinem Fachexperten,
für die UI. Ich möchte, dass das so aussieht, mein Dashboard. Und da möchte ich alles sehen, möglichst in einen Überblick. Und dass ich jetzt sage, ich glaube, das typische Beispiel wäre, okay, ich möchte meine Adresse ändern. Dafür habe ich meine eigene UI. Ich habe das Event Adressänderung oder Adresse geändert. Schicke ich ab, nur mit den Adressdaten, Referenzierung zu meiner ID und aktualisiere dann, sage ich mal, nur mein Aggregate-Adresse in dem Fall oder mein User, meine Kontaktdaten zu dem User. Aber beim Lesen später, wenn du wiederum ganz, ganz viele Daten auf einmal haben willst, wie macht ihr das dann? Die UI ist auch irgendwie in so Teile geschnitten, wenn man so will. Also diese Teile fragen Ah. dann ihren Teil an und wenn der sich nicht aktualisiert und daran nichts passiert ist, dann muss ich das halt auch nicht wieder neu anfragen und so. Also so ein bisschen Micro-Frontends dann auch. Ja, vielleicht. Ich würde es jetzt nicht so bezeichnen, aber ja, so von der Art her, ja. Okay. Ja, gut, wenn man so etwas hat, geht das natürlich auf einfacher, sage ich mal. Und dann wird man auch nicht so viel aggregieren müssen. Aber so Übersicht des Dashboards, ich glaube, da wird man kaum drum rumkommen. Gut. Mache ich mal weiter mit einem Repository, wenn es okay ist. Oder Repository. Genau. So ein Repository ist eigentlich nichts weiter als eine Abstraktionsschicht. Ja? Irgendwie so eine Fassade, wo ich mich isolieren will von der ganzen Technologie, von den Zugriff, von den technischen Zugriffsparametern, alles, was ich drumherum machen will und muss. Und wichtig dabei ist eigentlich, dass ich jetzt darauf achten muss, dass ich nur Aggregates lade. Ja, hier in dem Beispiel, ich kann meine Warenkörbe laden. Wenn ich jetzt eine Warenkorbzeile laden könnte aus meinem Repository, was eine Entität ist, könnte ich natürlich die Anzahl der Produkte in der Warenkorbzeile erhöhen und würde dann aber meine Invariante wiederum verletzen, weil ich dadurch über meinen maximalen Bestell Wert von meinem Warenkorb kommen könnte, theoretisch. Deswegen will man eigentlich, sage ich mal, diese fachliche Transaktionsklammer in Form des Aggregates immer einhalten und deswegen auch eigentlich nur auf einen Warenkorb zugreifen können in dem Fall. Ja, das Interface, also eigentlich sollte man möglichst auch auch hier wiederum Fachlichkeit von Technologie ein bisschen trennen und sagen, okay, die Interface-Definition von meinem Repository, das lege ich in meine Domain rein, in mein Domain-Layer. Die Implementierung kommt dann wiederum aber auf Infrastrukturseite, denn hier gibt es unter anderem dann vielleicht wirklich mein JPA-Modell mit den Annotations, die da dran kleben, wo Entity, wo Relationen, Beziehungen irgendwie hinterlegt werden. Und das will ich ja eigentlich gar nicht haben in meinem ganzen Code, in meinem fachlichen zumindest. Und was dann eigentlich eine Folge meistens ist, zumindest mal auf sehr, sehr sauberer Ebene, was heißt sauber, sauber ist auch übertrieben, auf theoretisch idealer Ebene, keine Ahnung, wie man es nennen will, müsste ich quasi ein Mapping betreiben zwischen meinem technischen Modell, meinem ORM, und meinen wirklichen eigentlichen Domain-Modell. Und diese Aufgabe ist eigentlich auch wiederum intern, sage ich mal, in der Implementierung hinterlegt. Das interessiert an sich meine Schnittstellendefinition des Repositories überhaupt nicht. Ja, mehr macht das eigentlich gar nicht und hilft uns eigentlich nur bezüglich der Trennung zwischen Technologie und Fachlichkeit. Ach. Entschuldigung. Das habe ich jetzt ganz vergessen, dass ich das auch noch mit drin habe. Genau. So. Factory. Factory ist eigentlich so das bekannteste Muster. Ja. Das, glaube ich, kennt hier jeder. In den Govs kam das ja schon vor. Und was ich hier machen will, ist eigentlich eine Trennung von der Erzeugung meiner Objekte und deren eigentlichen Nutzung beziehungsweise deren internes fachliches Verhalten. Mit dem Ziel, einfach die Komplexität zu reduzieren und somit wirklich wiederum auf die Wartbarkeit einzuzahlen. Und auch, dass ich eben Factories zum Beispiel austauschen kann. Jetzt würde ich aber auch gar nicht mal groß davon
differenzieren wollen, ob es jetzt wirklich eine klassische Factory ist oder ob es ein Builder-Pattern ist. Es gibt genug Muster, es gibt sehr, sehr viele Muster, die Grundidee ist einfach dahinter dieselbe. Ja, ob jetzt ein bisschen die eine, sage ich mal, schöner für den einen oder anderen Entwickler ist, sage ich mal, von der Bedienung her, von der Lesbarkeit her oder die andere ein bisschen schlechter, das ist jetzt mal völlig egal. Es geht hier wirklich einfach nur ums Grundprinzip, dass ich, sage ich mal, die Erzeugung rausnehme aus der eigentlichen Klasse, die Komplexität dahinter. Und ja, auch hier kann ich natürlich wiederum bis zum gewissen Grad sicherstellen, dass Invarianten auf sehr, sehr einfache sehr, sehr einfache Art und Weise sichergestellt werden, zumindest für den Verwender von einer Factory. Und ja, also auch bei so einer Factory Method in dem Fall vermeide ich eben auch, dass internes Wissen preisgegeben wird, weil hätte ich jetzt quasi keine Factory Method, wie man es hier bei neuer Warenkorb für sieht, dann würde ich auf einmal wissen müssen, okay, ein Warenkorb, der hat eine interne irgendwie eine Produkt-ID braucht der. Der braucht irgendwie einen maximalen Einkaufswert. Und ich muss auf einmal wissen, ja, woher kriege ich den denn? All das will ich eigentlich gar nicht wissen. Und dann hilft es einfach wirklich, sage ich mal, eine Factory-Methode zu verwenden oder eine Factory, um mich, sage ich mal, von dieser Komplexität ein bisschen zu lösen. Genau. Ansonsten bei der Factory, ich glaube, das ist für mich eigentlich der spannendste Punkt. Und das hier der letzte, den man hier drin sieht, ist, dass ich auf einmal die Ubiquitous Language richtig gut ausdrücken kann. Ich habe das mal hier mit neuer Warenkorb als wirklich als Factory, so heißt die, und dann für geschrieben. Das kriegt man mit einem Konstruktor so nicht ohne weiteres hin. Also ich wüsste jetzt nicht wie. Vielleicht gibt es die eine oder andere Programmiersprache, wo ich auch quasi die Fachlichkeit bei der Erzeugung eines Objektes reinkriege oder ausdrücken kann. Finde ich persönlich sehr schön. Gut. Dann haben wir noch den Domain Service. So, ein Domain Service, den verwende ich eigentlich, um Geschäftsregeln, Fachlichkeit, die jetzt nicht unbedingt an Domäne zuordbar sind oder ein Domain-Objekt, besser gesagt, also ein Aggregate, ein Value-Object, eine Entity, die ich aber implementieren muss. Also dann brauche ich irgendwie etwas, wo meine Fachlichkeit hinkommt. Und da sehen wir jetzt hier zum Beispiel die Ermittlung des maximalen Einkaufspreises. Ja, passt jetzt nicht wirklich an unsere Produkte, es passt nicht wirklich an die Warenkorbzeile, nicht an den Warenkorb. Zudem kann sich die Fachlichkeit hier auch unterschiedlich schnell ändern. Und ich will vielleicht auch mal das Ganze austauschen ad hoc, wie sich das ändert. Vielleicht habe ich jetzt in 2 Wochen, sage ich mal, eine Sonderaktion und da will ich eigentlich den maximalen Einkaufspreis vielleicht besonders hochschrauben, weil da weiß ich, keine Ahnung, Black Friday, da kaufen die Leute viel ein und das ist alles relativ sicher. Ein anderer Punkt ist, ich will atomare Geschäftsprozesse realisieren. Das heißt, vielleicht mehrere Aggregates innerhalb einer Transaktion wirklich verändern. Das kann man sich anhand einer Inhouse-Banküberweisung sehr gut vorstellen, denn die geschehen meistens wirklich innerhalb einer Transaktion, wo ich sage, okay, ein Konto gebe ich eine Gutschrift, dem anderen buche ich etwas ab und das geschieht geklammert. Wenn ich extern natürlich an eine andere Bank das verschicke, dann funktioniert das nicht mehr. Oder ich muss gegebenenfalls ein Aggregate mehrfach modifizieren. Auch das kann in seltenen Fällen mal vorkommen. Ein weiterer spannender Vorteil ist von so einem Service, dass ich hier auch auf sehr schöne Art und Weise Contracts, die genauso wie das Repository irgendwie abhängig sind von Infrastrukturtechnologien. Kann ich hier quasi auch fachlich definieren und dann trennen in Form von Infrastruktur und Domäne. Das heißt, ich definiere
mein Interface für den entsprechenden fachlichen Domain-Service in der Domäne. Die Implementierung stecke ich allerdings stecke ich immer eine Infrastruktur-Layer, wo ich dann zum Beispiel einen Soap-Call mache erstmal an einem Fremdsystem. Ja, also man kann sich unter anderem so Szenarien vorstellen wie Rabattberechnungen und so weiter, dass das unternehmensweit ist. Und dann kann ich trotzdem diese Fachlichkeit in meine Domäne reinbringen, ohne wirklich die Technologie in meine Domäne reinzubringen. Und Services, glaube ich, kennen wir alle aus Projekten, ja, also dass wir solche verwenden. Und dabei muss man wirklich aufpassen, dass man zumindest, wenn man auch Domain-Driven Design ein bisschen programmiert, nicht zu viele davon verwendet und sie eher sparsam verwendet, denn das Ganze kann ein bisschen zur Anämie führen und dazu vielleicht ein kurzer Exkurs, was denn eigentlich eine Anämie ist, beziehungsweise ein anämisches Domain-Modell. Für diejenigen, die es nicht wissen, Anämie heißt Blutarmut. Und schauen wir uns doch mal vielleicht einen kleinen Vergleich an zwischen Domain-Modell und anämischen Domain, also fachlich reichhaltigen Domain-Modell und einem anämischen Domain-Modell. In einem fachlich reichhaltigen Domain-Modell ist das fachliche Verhalten und die Logik zusammen mit der Datenhaltung in ein Objekt gekapselt. Was wir jetzt bislang gesehen haben, ja, in dem Aggregate Warenkorb füge hinzu, ich gebe ein Produkt und eine Anzahl mit. In einem anämischen Domain-Modell ist die fachliche Logik getrennt von der eigentlichen Datenhaltung. Das heißt, ich habe da einen Warenkorb-Service und da habe ich eine Funktion, lege in den Warenkorb, muss dann meinen Warenkorb mitgeben, gebe mein Produkt mit, gebe meine Anzahl mit. Und ja, was hat das Ganze für so Nachteile oder einen negativen Einfluss, sage ich mal, auf die Wartbarkeit? Naja gut, zum einen habe ich potenzielle Gefahr, dass ich redundante Logik einfach habe. Wenn ich meine Services schreibe, muss ich, wenn ich nicht sehr stark aufpasse, diese Logik auch an mehreren Stellen, sage ich mal, wenn sie sich verändert, nachziehen. Ich muss schauen, dass sie immer konstant und gleich bleibt. Ich muss auf einmal mich viel stärker mit Aufrufsreihenfolgen als Klient, also als Client beschäftigen, weil ich vielleicht mehrere Services auf einmal aufrufen muss an einer Stelle. Die generell, zumindest, das könnte mir jetzt einfach mal glauben, die Verständlichkeit des Codes nimmt ab, also mit, könnte mir einfach mal glauben, das war eine Frage, sage ich mal, also etwas, was von den Experten sehr oft gesagt wurde, eigentlich von jedem. Und letzten Endes, ja, objektorientierte Grundkonzepte werden eigentlich verletzt. Ja? Das Geheimnisprinzip, die Kapselung, all das wird verletzt. Und dadurch ist es eigentlich auch nur noch ganz, ganz schwierig, die Integrität meiner Daten, meine fachliche Integrität zu gewährleisten. Was man aber für ganz einfache Anwendungen, die CRUD sind, ja, ich habe mein Formular, das gebe ich raus als Service und das nehme ich später wieder entgegen, ausgefüllt vom User. Ich habe vielleicht nur eine ganz triviale Validierung. Da sind all diese Nachteile, die jetzt hier genannt wurden, eigentlich eher ja nicht irrelevant, aber nicht so sonderlich schlimm. Ja, und so typische Anzeichen für eine Anämie oder eigentlich eine Anämie, ist, wenn ich ganz, ganz viele Klassen und Dateien habe, die irgendwie mit Service End Manager, Util, Helper, das sind so die typischen Beispiele. Und wenn mein Domain-Modell eigentlich nur noch ausschließlich aus Get- und Set-Methoden funktioniert. Soweit mal zu dem Exkurs kurz. Und dann sind wir eigentlich auch schon aus der Domäne raus und können uns mal kurz den Application-Service anschauen. Im Application Service habe ich ja bereits am Anfang bei Application Layer gesagt, hier findet eigentlich die Verheiratung zwischen Domain-Logik und Infrastruktur statt und beziehungsweise Technologie. Wichtig dabei ist, dass genau ein fachlicher Aufruf nur weiter delegiert wird, also nur ein Domänenaufruf, nur ein Domain-Logik-Zugriff wird aufgerufen.
Das hat den Grund, wenn ich jetzt hier mehrere Aufrufe hätte auf Application-Seite, würde ich eigentlich einen fachlichen Geschäftsprozess implementieren. Also ich würde wirklich Fachlichkeit auf einmal auf Application-Service, also auf Application-Ebene bringen, obwohl das als Fachlichkeit in die Domänenschicht gehört. Typische Aufgaben von so einem Application-Service ist das Managen technischer Transaktionen, die Authentifizierung oder Autorisierung, die Fehlerbehandlung und dabei gegebenenfalls auch die Übersetzung zwischen fachlichen Fehlern in technische Fehler. Denn, ja, also hier in dem Fall brauche ich vielleicht noch eine Übersetzung, sage ich mal, von meinem Text, weil ich weiß, okay, das wurde von einem User mit der und der Sprachkonstanten aufgerufen. Ich habe noch so etwas wie ein Logging. Das ist auch so eine typische Aufgabe. Und ja, letzten Endes, was ich vor uns bei dem Nicht-Nachbauen, also bei dem Aggregate und dass man sich nicht anhand von der UI orientieren soll, also an der Anforderung der UI, auch hier kann ich dann durchaus, sage ich mal, eine Aggregierung von Daten für das Reporting für den Client durchführen. Gut, soweit mal kurz zum Application Service. Und zum Schluss hätten wir noch den Building Block Module, wobei ich mir bis heute nicht sicher bin, ob man das wirklich als Building Block bezeichnen will. Dennoch sehr interessant, und zwar so Module, die Namen, die sollten auch Teil der Ubiquitous Language sein. Implementiert, ich meine, das Konzept kennt jeder, ja, also werden sie durch Packages und Namespaces und sie fassen eigentlich das zusammen, was fachlich nah beieinander liegt und dadurch entsteht eigentlich auch schon wieder eine hohe Kohäsion und eine geringe Kopplung. Das heißt, hier steigert sich auch die Wartbarkeit, weil ich einfach einen besseren Überblick habe, ich schnellere Sachen finden kann. Ihr wisst, oder ich ja sicherlich irgendwie hat jemand mal so einen Spruch genannt, ein Mensch kann maximal 7 Dinge oder so gleichzeitig wahrnehmen oder sich merken. Und genauso gilt das eigentlich auch ein bisschen für den Code, sage ich mal, dass ich einen Überblick behalte. Sollte nicht zu groß werden alles. Und genau deswegen, sie ermöglichen verschiedene Sichten auf meine Daten. Ja, einerseits kann ich sagen, ich habe eine Überblickssicht, indem ich mir anschaue, okay, was gibt es denn in meiner Domäne? Da gibt es irgendwie so etwas wie Kunde, da gibt es so etwas wie Produkt, da gibt es so etwas wie Warenkorb. Von der Warenkorbzeile weiß ich dann auch zu dem Zeitpunkt gar nichts, wenn ich mir so einen Überblick verschaffen will. Oder ich kann wirklich ins Detail gehen und, sage ich mal, Kunde, Produkt in dem Fall komplett ausblenden, aber ich kann mir den Warenkorb genauer anschauen. Dann sehe ich, okay, da ist eine Warenkorbzeile. Also sie erlaubt wirklich einfach, den Fokus auf verschiedene Blickwinkel zu gewährleisten. Das Problem an der ganzen Sache ist eigentlich, dass man wirklich Disziplin braucht, um diese Grenzen auch einzuhalten. Oft ist man sehr einfach versucht, oder es passiert mal aus Versehen, dass man auch irgendwie Imports, also irgendwelche Referenzen importiert, die ich eigentlich gar nicht importieren sollte. Und da vielleicht nur am Rande noch ein kleiner Tipp, für so etwas ist es sehr hilfreich, Architektur-Unit-Tests zu schreiben, mit ArcUnit oder was auch immer, die einfach die Einhaltung dieser Schichten überprüft. Oder auch andere Architekturregeln. Gut, das war es eigentlich soweit zu den verschiedenen Building Blocks und dem taktischen Design. Die Idee ist jetzt über 17 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, mittlerweile vielleicht schon 18. Die Folie ist noch vom letzten Jahr. Dezember kann sein, dass mittlerweile wirklich 18 Jahre sind. Aber im Laufe dieser Zeit entwickeln sich natürlich diese Werkzeugkasten, DDD, alles entwickelt sich weiter und es sind ganz, ganz viele neue Sachen, Werkzeuge auch getrieben durch die Community hinzugekommen. Ja. Offiziell Domain-Events, sage ich mal, sind dann, glaube ich, mit Warren Burnham dazugekommen oder so. Zumindest hat er es, glaube ich, als erster wirklich mit aufgenommen in seine Literatur. Mittlerweile, wir haben Event Sourcing, CQRS, Event Storming, Domain Storytelling, all dies sind neue Tools, die uns dabei helfen, mit der Fachlichkeit besser umzugehen. Und auch wenn jetzt, sage ich mal, bestimmte Leute sagen würden, ja,
sowas wie C3S, Event Storming gehört für mich nicht dazu. Für mich ist es einfach, weil es niemand so richtig beschrieben hat, so konkret, ja, dass diese Teile von Domain-Driven Design werden. Aber für mich ist es einfach so, das sind Werkzeuge, die helfen mir dabei, mit der Fachlichkeit gut umzugehen, diese zu verstehen und auch ja, gut in Code, in Architektur wiederzuspiegeln zu können. Und von daher, why not? Ne? Also wer sagt, was DDD ist letzten Endes, das kann jeder sich nur selbst beantworten, glaube ich. Und wichtig einfach ist, wenn ihr solche Werkzeuge habt, die Auswahl ist einfach wirklich abhängig, ja, von verschiedensten Rahmenbedingungen. Ja. Das kann das Team sein, das kann die Sprache sein. Nicht funktionale Anforderungen können das sein. Das kann von allen möglichen Sachen einfach abhängig sein. Wichtig ist einfach, nicht blind einfach die ganzen Werkzeuge einzusetzen, sondern immer problem- bzw. lösungsorientiert einzusetzen. Und sie sollten einfach nicht aus dem Selbstzweck herausgenommen werden, sondern wirklich einfach begründet eingesetzt werden. Und wie war das damals? Irgendwie jemand, der mal das Goff-Buch, sag ich mal, komplett alle Patterns implementiert hat und hat sich dann gewundert, dass die Anwendung nicht richtig gut läuft und nicht gut wartbar ist. Genauso ist es hier natürlich auch. Wenn das nicht passt, sag ich mal, dann sollte man es natürlich auch nicht machen. Gut, soweit von mir erstmal. Zum Schluss noch eine Danksagung, das muss leider sein, an die vielen Experten, die mich damals unterstützt haben. Den einen oder anderen Namen wird man jetzt, glaube ich, auch hier im Chat sehen. Also zum Beispiel den Sven Torben. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Ja. Ansonsten auch vielen Dank an dich, Gerd. Hat mich sehr gefreut, dass du dir damals die Zeit genommen hast. Und ansonsten ist, glaube ich, niemand von den Beteiligten da. Aber man sieht auf jeden Fall auch doch einige andere bekannte Größen, sage ich mal. Und ja, ansonsten, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit mir, jederzeit gerne über Twitter. Ich bin jetzt niemand, der wirklich postet aktiv, wenn dann retweete ich mal, wobei ich müsste, glaube ich, überhaupt mal wieder in Twitter mich einloggen. Ansonsten gerne an mir eine E-Mail-Adresse und solltet ihr doch, sage ich mal, die Masterarbeit, die jetzt schon ein bisschen älter ist, euch überfliegen, sagen wir es mal so, ihr wollt die vielleicht mal überfliegen, niemand will die wirklich lesen, komplett. Kann sie sich gerne einfach mal runterladen hier unter axo.de Publikation. Ja, soweit, vielen Dank.